Ja, hallo, mein Name ist Heinz Buß und in diesem Video, wie Sie hier sehen, geht es um Anzeige bei Google. Und hier steht schön, mit Google AdWords können Sie immer dann gefunden werden, wenn potenzielle Kunden bei Google nach Ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen. Und am besten probieren Sie es sofort aus. Wie das Ganze aussieht, sehen Sie auf der rechten Seite hier bei Google Einblendung. Hier wird entsprechendes eingetippt. Und dann wird diese Anzeige hier geschaltet. Ich aktualisiere diese Seite hier nochmals, dann sehen Sie, wie das Ganze aussieht. Genau so funktioniert es. Und Sie sind dann in der Lage, hier auch entsprechend sofort sichtbar zu sein. Die Frage ist jetzt einfach, ja, was soll ich hier eingeben, damit das entsprechend auch funktioniert? Natürlich gibt es da bei Google AdWords auch eine weitere Seite, die habe ich da schon geöffnet. Und Sie sehen hier, hier geht es um den Keyword-Planner. Und hier steht es, wo möchten Sie anfangen? Und hier steht neue Keywords finden und Daten zum Suchvolumen abrufen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe einer Wortgruppe, einer Webseite oder einer Kategorie nach neuen Keywords zu suchen. Und genau darum geht es. Dann, wenn Sie auf dieser Webseite sind, haben Sie hier, wenn Sie darüber fahren, die Möglichkeit einfach darauf zu klicken. Das bedeutet, ich klicke jetzt darauf, dann öffnet sich da ein entsprechendes Eingabefeld. Also ich klicke drauf und Sie sehen jetzt in diesem Moment hat sich das Ganze so geöffnet und Sie sehen jetzt hier, nehmen Sie mindestens eine Eingabeform und hier gibt es da Ihr Produkt oder die Dienstleistung und hier geben Sie dann hier ein Beispiel ein. Hier sehen Sie Blumen oder Gebrauchtwagen, um einfach eine Idee zu bekommen. Am besten geben Sie das ein, wofür Ihr Unternehmen oder einfach wonach Sie suchen möchten, das hier eintippen, um Sie es gemacht haben. Wenn Sie einen Begriff haben, können Sie diesen einen Begriff eintippen. Das empfehle ich Ihnen auch zunächst einmal, einfach mit einem einzigen Begriff zu starten. Und dann können Sie direkt nach unten gehen. Sie sehen jetzt hier, hat es weitere Möglichkeiten, um Eingaben zu machen. Das können Sie so leer lassen. Und dann sehen Sie Ausrichtung. Hier sehen Sie entsprechende Regionen. Am besten gehen Sie auf dieses Bleistift drauf, klicken Sie einmal drauf, dann öffnet sich das Ganze hier. Bei mir sind jetzt hier diese drei Länder ausgewählt, aus Österreich, Deutschland und die Schweiz. Kann ich da jederzeit entfernen oder entsprechend neu hinzufügen, indem ich da reinklicke. Und dann kann ich da mit Anfangsbuchstaben, Sie sehen unter Land, Stadt oder Region, kann ich das Ganze erweitern und dann einfach abspeichern, ganz wichtig. Und dann hier die entsprechende Sprache wählen, draufklicken und das auswählen hier, sofern es nicht richtig sein sollte, oder entsprechend eingrenzen, damit Sie über die entsprechende Region verfügen, um auch die Menschen zu erreichen, die wirklich Ihre Sprache sprechen und dann auf Speichern klicken, wenn Sie das gemacht haben. Bei mir ist das bereits gemacht, hier sehen Sie Deutsch, so ist es und das lassen Sie so, wie es ist und letztendlich klicken Sie dann auf Ideen abrufen. Das ist der ganze Prozess, was Sie entsprechend nutzen sollen und dann kommen Sie zu einer entsprechenden Seite und dort haben Sie entsprechende Angaben, die Sie da nutzen können. Und ja, tun Sie das ganz einfach, nützen Sie es. Es ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, das Sie völlig kostenlos nutzen können und wenn etwas schon kostenlos zur Verfügung steht und solch eine sehr gute Leistung bringt, Ergebnis vor allem, wo man auch dann ja, sehen kann, wonach effektiv gesucht wird, kann aufgrund deren Suche natürlich auch diese Anzeige entsprechend geschaltet werden, weil es bringt ja nichts, dass Sie nach etwas eine Anzeige schalten, wonach nicht gesucht wird. Und das hilft, genau dafür ist dieses Werkzeug sehr gut geeignet, ausgezeichnet geeignet. Versuchen Sie jetzt einfach einmal, wie es bei Ihnen wirkt, was Sie da für Ergebnisse dann auch zu sehen bekommen. Und ja, ich mache jetzt hier keine Suchanfrage, sondern es soll lediglich darum dienen, dass Sie einfach mal das zu sehen bekommen, weil um dieses zu sehen, ist es notwendig, dass ja, bei Google entsprechend ein Benutzerkonto angelegt werden müsste. Und dann mit dieser Anmeldung erhalten Sie dann auch Zugriff auf diesen Keyword Planner und das ist dann diese Startseite hier. Ich bin dann noch einmal zurück. Das heißt, ich kann jederzeit hier dieses Menü öffnen und schließen und somit habe ich die Möglichkeit auf diese Funktion, die grundsätzlich versteckt ist, weil es ist eine Anmeldung erforderlich und nur durch diese Anmeldung
komme ich dann auf dieses Werkzeug, auf diese Dienstleistung, die mir da zur Verfügung steht, also jedem zur Verfügung stellt, der über ein entsprechendes Konto verfügt, kann das Ganze nutzen. Ich empfehle es Ihnen, den Link dazu, unterhalb von dem Video aufgeführt. Können Sie das einfach mal ansehen und sich darüber Gedanken machen, ob das für Sie auch Sinn machen könnte, weil es wird nicht alles, was angeboten wird, also produktmäßig wie auch Dienstleistungen, es wird nicht alles danach gesucht. Andererseits sind nach gewissen Begriffen auch, sind einfach anders geschrieben, als man es für möglich hält. Und aufgrund dessen ist es einfach extrem wichtig, bevor man überhaupt etwas macht, herauszufinden, ob danach überhaupt nach dieser Begrifflichkeit, nach dieser Art der ja, Suche, dieser Wortkombination überhaupt gesucht wird. Okay? Nutzen Sie das Ganze und ja, wenn Sie dazu mehr wissen möchten, können Sie gerne entsprechend ja, das Video bewerten und auch Ihre Fragen, Meinungen und vor allem auch Erfahrungen dazu schreiben. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht, aufgrund, dass jeder andere einen anderen Wissensstand hat, okay? Dann ja, sehen wir uns möglicherweise in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, alles Gute und viel Erfolg.